Wir befinden uns in der Ortslage Leutersdorf auf der Geschwister-Scholl-Straße. Wir sind hier zu einem Gebäudebrand mit Personen in Gefahr alarmiert worden. Wir haben vorgefunden einen massiven Entstehungsbrand, der sich in die Fassade vorgearbeitet hat, beziehungsweise ins Nebengebäude, in die Dachoberfläche. Wir haben als allererstes eine Personenrettung vorgenommen, das bedeutet, wir haben alle Personen aus dem Gebäude herausgeführt. Dann haben wir mit Löscharbeiten begonnen. Und haben dann weiter begonnen, die Dachhaut des Nebengebäudes zu öffnen, um dort an Blutnester zu kommen. Wir hatten den glücklichen Umstand, dass wir Zugang über Schlüssel in dieses Gebäude erhalten haben, somit die Personen, die sich im Gebäude befunden haben, rechtzeitig alarmieren konnten und dem Gebäude verweisen konnten. Wir kontrollieren jetzt den Innenbereich, quasi sprich die Fußböden, die Zwischenfußböden ab, weil auch hier massiv Material verbaut wird, was brandlastig ist. Wir sind weiter am Dachhaut öffnen, um weiter an die versteckten Blutnester zu kommen. Aktuell ist die Gesamtgemeinde Leutersdorf, das bedeutet die Ortsfeuerwehr Spitzkundersdorf und die Ortsfeuerwehr Leutersdorf vor Ort, sowie Rettungsdienst und Polizei.